Verlust unseres zukünftigen Königs. Noch ein verlorener König. Du solltest nicht ständig in Med wagen. Wie soll ich Jarlhalf dann gegenübertreten? Ich enttäusche ihn schon wieder. Tragen wir den Kampf zu denen, die von Rüds Clan übrig sind, bevor sie uns angreifen. Leichter gesagt als getan. Seine Männer haben sich in Castelburg verschanzt, einer Festung umgeben von Wasser. Im Wasser? Dann muss es einen Hafen geben. Allerdings, geschützt durch ein Tor aus schwerem Eisen, flankiert von spitzen Holzpfählen. Sehr schwer aufzustemmen. Holz brennt. Das tut es, aber wie kommen wir dahin? Wir tränken den Bug deines Schiffes mit Öl und lassen es brennen gegen das Torsegel. Sie würden uns kommen sehen, lange bevor wir die Mauern erreichen. Dann stellen wir eine Fürth auf, eine Armee aus den Bauern East Englas. Wir schicken sie als Ablenkung gegen das Haupttor. Sachsen, die für einen Haufen Dänen ihr Leben riskieren? Unwahrscheinlich. Es kann funktionieren, Finn. Wenn sie in Oswalds Namen kämpfen, wird ihnen das mehr als genug Mut verleihen. Ihr da! Habt ihr von Tan Oswalds Schicksal gehört? Ja, er nahm Rüd, diesen dänischen Teufel, mit sich in den Schlund der Hölle. Rüd mag in der Hölle schmoren, doch sein Clan plagt East Engla weiter. Schließt ihr euch uns an, um seine Hunde aus eurem Königreich zu treiben? Für Oswald? Ei, ohne Zögern! Zwei eifrige Sachsen machen noch keine Fürth. Aber vielleicht hast du recht. Wir haben eine Chance. Ich reite nach Elmenham und sammle dort Oswalds restliche Männer. Wer würde sich uns noch anschließen? Der Greve von Theodford, Winston. Ein verbitterter alter Mann, doch er würde bis zum letzten Blutstropfen für sein Land kämpfen. Schlagen wir einen Vorposten bei den Ruinen nördlich von Castelburg auf. Reite mit mir, Finn. Wir suchen diesen Greve auf. Hoffentlich ist Theodford von Rüds Gräueltaten verschont geblieben. Hoffnung ist rar gesät in diesem Königreich. Dennoch, ich halte mich lieber an etwas fest, als alle Hoffnung aufzugeben. Wenn wir Rüds Clan weiter erlauben, sich in diesem Königreich auszutoben, werden die Menschen genauso verheert wie das Land. Und was tun wir? Wir reiten in die Fens hinaus, um ein paar verängstigte Bauern um Hilfe anzuflehen. Um für einen König zu kämpfen, den du ihnen gabst, Finn. Vergiss das nicht. Meine Aufgabe war es, einen König zu finden und nicht ihn vor allen Gefahren zu beschützen, die da lauern mögen. Oswald war noch nicht gekrönt oder verheiratet. Ich würde sagen, dein Werk ist noch nicht vollendet. Ja, ja, du musst es mir nicht unter die Nase reißen. Theodford, da vor uns. Holzrauch und Asche. Rüds Männer waren hier. Vorsicht, Rüds Clan könnte noch in der Nähe sein. Ruhig, mein Freund, wir bauen wieder auf. Ihr habt wirklich Eier, hierher zu kommen. Eure Leute haben das angerichtet. Rüds Clan ist ein Gegner, nicht ich. Ich komme im Namen des verstorbenen Oswald von Elmenham. Doch du bist von Kopf bis Fuß dänisch. Deine Einmischung führte zu Oswalds Tod, was die Lage unseres Königreichs noch verschlimmert hat. Oswald war ein Freund und Verbündeter, Greve. Er kämpfte an meiner Seite und ich an seiner. Und sieh, wohin es ihn brachte. East Engla wird fallen, wenn Rüds Clan nicht besiegt wird. Kämpf mit mir, um sie zu vertreiben. Für Oswald und deine Familie. Schöne Worte, Däne. Aber die Männer Theodfords haben eigene Schlachten zu schlagen. Falls du eine Axt brauchst, ich stehe bereit. Im Osten ist ein Dorf, Kuningsfrast. Es wurde vor 2 Wochen von Rüds Männern eingenommen. Ich werde nicht ruhen, bis das Dorf wieder uns gehört. Lass meine Männer und mich das erledigen. Spar deine Kräfte. Und schließ dich uns in der kommenden Schlacht an. Ein kühner Vorschlag. Wenn du hältst, was du versprichst, werden die Spieße Theodfords dir folgen. Ich überbringe die Nachricht an unseren Vorposten. Triff mich dort, sobald du kannst. Verlass dich auf mich. Die Kirche in Kuningsrast trägt ein großes Horn auf ihrem Turm. Wenn das Dorf befreit ist, stoße ins Horn und ich weiß, dass du Wort gehalten hast. Ruhig, mein Freund, wir bauen wieder auf. Das verspreche ich dir. Ich habe keine Kraft mehr. Halte durch! Hey!
Däne. Auf ein Wort. Ihr habt gerufen? Wir haben gehört, wie du mit dem Greve sprachst. Und wir möchten an deiner Seite kämpfen. Wir schulden es Oswald für seine guten Taten und gerechte Herrschaft. Das freut mich zu hören. Zieh zu den Ruinen nördlich von Castell Buch. Dort sammelt sich die Armee. Höher! Hast du Mutter gesehen? Oh, du Arme, deine Mutter? Wann hast du sie zuletzt gesehen? Trust. Heimgesucht von Ruths Männern. Kunigsrast. Heimgesucht von Ruths Männern. Ich brauche hier drüben Hilfe. Thank you.
Tag. Ich stoße ins Horn, um die Siegesnachricht zu verbreiten. Ich stoße ins Horn, um die Siegesnachricht zu verbreiten. Der Greve steht an meiner Seite. Hoffen wir, dass er sein Versprechen hält. Kaum! Wie lange habe ich diesen süßen Klang nicht gehört? Ich habe mein Versprechen gehalten. Hoffentlich ehrst du auch das deine. Das werde ich, ja. Theodfort wird mit dir gegen Rüds Clan kämpfen. Mit deiner Hilfe werden wir Estengler vielleicht retten. In der Vergangenheit wurde das Horn genutzt, um Menschen aus dem ganzen Land zur Fürth zu rufen. Vielleicht findest du noch andere, die den Ruf gehört haben. Gut. Wen auch immer du findest, versammle sie bald bei den Ruinen nördlich von Castell Buch.